How long will this nightmare go on? Gute Frage. I think you'd be perfect for my new photo series on retro grunge. You have the same qualities that I loved in Rachel Amber, but not Max. Max is a fucking child. Oh, Christ, I know. And she never shuts up, does she? I'm so over her hipster bullshit. I think everyone at Blackwell is over Max. Let's prove it. Booyah, Warren. I thought you were all over Max's shit. She's not all that. Man muss was ganz normal anhören. I think you'd be perfect for my new photo series on retro grunge. You have the same qualities that I loved in Rachel Amber, but not Max. Max is a fucking child. Oh, Christ, I know. And she never shuts up, does she? I'm so over her hipster bullshit. I think everyone at Blackwell is over Max. Let's prove it. Booyah, Warren. I thought you were all over Max's shit. She's not all that. So who cares if she doesn't kiss me? Oh, you should have seen her make a move on me in my room. Hello, lame. Max should see me make a move on you. Come here. God damn, you're a sexy bitch. Why hang out with Max, huh? Boredom. Plus, she's like my personal puppet. I hear that. Do you want a party? I got a drugstore in my room. Oh shit! Look at Max spying on us. Take a fucking picture, bitch, or take a selfie. Schlechtes Gewissen, see, this is how you bust a move, Max. No mosh pit for you, shaka bra. Damn, Victoria, you're a real woman, not a little girl like Max. I fucking love your tats, Chloe. You're so hot. I can't believe it took us so long to hook up. Nein, 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 nicht zurückspulen, verdammt. Ich will doch nicht zurückspulen, den Scheiß. Ich will den nochmal anhören und nochmal ansehen. I think you'd be perfect for my new photo series on retro grunge. You have the same qualities that I loved in Rachel Amber, but not Max. Wir müssen uns wahrscheinlich einfach nur angucken. Ach, verdammt. Sein Albtraum. And she never shuts up, does she? I'm so over her hipster bullshit. I think everyone at Blackwell is over Max. Wir gucken es uns einfach an. Let's prove it. Booyah, Warren. I thought you were all over Max's shit. She's not all that. So who cares if she doesn't kiss me? Oh, you should have seen her make a move on me in my room. Hello, lame. Max should see me make a move on you. Come here. God damn, you're a sexy bitch. Why hang out with Max, huh? Boredom. Plus, she's like my personal. I hear that. Do you want to put send him a friend? I got a drugstore in my room. Oh shit. Look at Max spying on us. Take a fucking picture, bitch. Or take a selfie. See, this is how you bust a move, Max. No mosh pit for you, shaka bra. Damn, Victoria. You're a real woman. Not a little girl like Max. I fucking love your tats, Chloe. You're so hot. I can't believe it took us so long to hook up. Why did you get rewind powers? You don't even know how to use them. Rachel's dead and you're still alive. Life Schau dich nicht an. So not fair. Nein. I wish she would have never come back to Arcadia Bay. You're the real storm. Ich will hier raus. I'll be so grateful if this is the last digicode. Ich komm mal hier raus. Ja, es war das 2:05. Ich habe 4. Kurz 2, 4, 5, 6. Wie war der Code nochmal?
Great. Numbers are all over the place. How will I find the right code? Das wird nichts bringen. Hier ist nichts abgebrochen. Was ist das? Wir finden nur den richtigen Code. Gar nicht. Da gibt es einige, die zwei unterstrichen sind. 2095. Ja, die sind nicht abgenutzt als die anderen. Ich komme hier wohl niemals raus. Wie wär's mit der Spiegel verkehrt? 0311. Der Spiegelcode. Don't kill us, Max. I guess I'll never dance again, Max. Right when I was about to start a new life in California. Honey, I always thought of you like a daughter. And now you're gonna. So this is how Max gets her revenge on. Why would you do break her, break her. Because my husband and your baby. I wish we had been friends, even if I'm dead. Don't let the squirrels die. Don't let me die like that. Who are you? Holy shit, are you serial? I'm you, dumbass. Or I'm one of many Maxes you've left behind. Can you get me out of here? Oh, so you want help? Thought you could control everybody and everything, huh? Twist time around your fingers? I tried to help. I only wanted to do the right thing. No, you only wanted to be popular. And once you got these amazing powers, your big plan was to trick people into thinking you give a rat's ass. I do care. That's why I was trying to make friends. By telling people what they want to hear? You were just looking for a shortcut because you can't make friends on your own. That's not true. I have great friends. And I've used my powers for good. Please, stop playing innocent. You're a goddamn hypocrite. You've left a trail of death and suffering behind you. That was not my fault, you son of a bitch. Don't you dare talk about our mom that way. What about the crap that was your fault? Wait, wait, let me guess. You fucked up time and space for your precious punk Chloe? You think she's worth all that? Auf jeden Fall. We all are. This isn't about Chloe or even me anymore. Gosh, you're so selfless now, Mahatma Max. It's too bad you pissed your power away on high school drama. Chloe does a better job of guilt-tripping me than you do. Because you let her bully you. It's called Stockholm Syndrome. But you didn't do that homework. So you'll have to learn the hard way. Like Rachel. Just shut up. You're not scaring me anymore. I'd be more worried about Chloe killing us than Jefferson. Max, do you really think she has any feelings for us? Warum sollte Chloe? You're just another puppet. Man, you are so stupid. I'm embarrassed to have the same name. Warum Chloe? And someday Chloe will destroy... Oh hell, speak of the devil. Warum Chloe? Dude, do not even fuck with her head. She knows what we went through together this week, and you don't. There's no way you can break up our team. This is reality. After 5 years, you're still Max Caulfield. I am seriously glad to see you,
Welcome home, Max. Fasten your seatbelt. Warum soll, warum? Warum Chloe? I know it was your birthday last month. This was my real father's camera. I want you to have it. Yes, of course it's cool. Thank you. This camera is so sweet. Now that we got that mushy shit out of the way, I feel like stage diving. Let's thrash this place. Chloe, yep, I'm fucking insane in the brain. Let's dance. Shake that bony white ass. Or take my picture with your new camera. Chloe ist doch hier nicht die Böse. This song fucking rules. I know it was your birthday last month. I know it was your birthday last month. This was my real father's camera. I want you to have it. Yes, of course it's cool. Thank you. This camera is so sweet. Now that we got that mushy shit out of the way, I feel like stage diving. Let's thrash this place. You were here today, Max. You saved me. I'm still tripping on that. Seeing you after all these years feels like destiny. If this is destiny, warum I hope so we can find Rachel. I miss her, Max. Let's talk about your superpower. Warum? Epic. I pledge allegiance to Max and the power for which she stands. You can rewind time, Max. That's fucking insane. We have to play. Und ich war die ganze Zeit auf unserer Seite. Ich glaube das nicht. Welcome to American Rust, my home away from hell. Raw and sie uns manipuliert hat. It suits you. Da habe ich mich auch manipulieren lassen. Max, do you know how awesome this is? I get my best friend back and she's also supersized. You saved me again. Crazy. Now we're totally bonded for life. Since you're the mysterious superhero, I'll be your faithful chauffeur and companion. My powers might. I'm so glad you're my partner. Das glaube ich. Ich glaube es einfach nicht. Ich glaube es einfach nicht, dass es. I might get on the other side of that door before you, Lupin. The race is on. See you soon. Welcome to my domain. You are magic. I have no clue. Max, you better come check out these files. It's not a drawing. Look. Ich sehe hier nichts, was mir beweist, dass du gegen uns ist. That's it. Cowabunga! Why look? And let's call it a draw. I'm gonna freeze my ass off when I get out. You look cute with your hair soaked in chemicals. Hide! Hide! Photobomb! Photo hog. It feels like a different world from yesterday. We left a skid. I double dare you. Kiss me now. Damn. You're hardcore, Max. Now I can text Warren and tell him he doesn't stand a chance. Unless he's in a... Oh, divine penitent. Can you see us heading down the coast to Big Sur and beyond? I know. In keinem Moment war die böse zu uns irgendwie falsch oder irgendwie... Ich habe nicht einen Hinweis, dass sie Rachel straight up lied to my uns irgendwie manipuliert oder you know the rules, Dad. Nicht unsere Freundin ist. Dude, I am so lucky that my father is cool. Max, you are being so fucking nicht die ist diese Freundin. Okay? It's weird hanging out with you again. I know. I'm glad we are though. Look, the worst thing you can do is treat me like a baby. Oh, awesome picture. We look so badass in our pirate gear. We should have taken over Arcadia Bay when we had the... Chloe, you're back. Nee, das glaube ich einfach nicht. I'm just... Ja, wir haben ja mit ihr ermittelt. I'm so glad you're here. You sound high, but thanks for the morning grope. Since we were up all night playing CSI... Mit ihr ermittelt, sie kann nicht hier böse sein. All those binders are filled with other victims. Victoria has to be next. Nathan, Rachel! Oh, Rachel, no, no, please not her! Chloe. Rachel, nee, nee, das kauf ich, das kauf ich dem Spiel nicht ab. Auf keinen Fall. Please wake up, wake up!
Wo ist die Freundin? Die uns immer gerettet hat und immer unterstützt hat. Max, can you hear me? Please say something. Chloe, I must have passed out. Oh, thank God. Don't you ever do that again, okay? I swear. But that nightmare was so real. It was so horrible. Was für ein Albtraum. This is my storm. I caused this. I caused all of this. I changed fate and destiny so much that I actually did alter the course of everything. And all I really created was just death and destruction. Fuck all that, okay? You were given a power. You didn't ask for it. And you saved me, which had to happen. All of this did. Except for what happened to Rachel. But without your power, we wouldn't have found her. Okay, so you're not the goddamn Time Master, but you're Maxine Caulfield. And you're amazing. Max. This is the only way. Nein. I feel like I took this shot 1,000 years ago. You could use that photo to change everything right back to when you took that picture. All that would take. Dann geht's hier schlecht, dann geht's. To fuck that. Nein. No. No way. You are my number one priority now. You are all that matters to me. I know. You proved that over and over again. Even though I don't deserve it. I'm so selfish. Not like my mom. Look what she had to give up and live through. And she did. She deserves so much more than to be killed by a storm in a fucking diner. Even my stepfather deserves her alive. There's so many more people in Arcadia Bay who should live. Way more than me. Don't say that. I won't trade you. You're not trading me. Maybe you've just been delaying my real destiny. Look at how many times I've almost died or actually died around you. Look at what's happened in Arcadia Bay ever since you first saved me. I know I've been selfish, but for once, I think I should accept my fate. Our fate. Chloe. Max, you finally came back to me this week and you did nothing but show me your love and friendship. You made me smile and laugh like I haven't done in years. Wherever I end up after this, in whatever reality, all those moments between us were real. Wir werden im Keller von dem Arschloch enden. No matter what you choose, I know you'll make the right decision. Chloe, I can't make this choice. No, Max. You're the only one who can. Danke, dass ihr zugeschaut habt bei diesem Let's Play. Darf ich nach oben so euch gefallen haben? Ich bin raus. Ich bin hiermit offiziell raus. Ich verabschiede mich hier. Ich werde diese Entscheidung nicht treffen. Nein. Ich kann diese Entscheidung nicht treffen. Nein. Verdammt. Ach Mensch. Nee. Das kann ich nicht.
Arcadia Bay eine ganze Stadt opfern, um Chloe zu retten. Das ist ja verdammt egoistisch. Wir könnten weiterziehen und in einer anderen Stadt irgendwo Fuß fassen. Dann hätten ihre Mutter, ihren Vater alles verloren. Weiß nicht, ob wir sie damit gerettet hätten. Kollege opfern. Ich kann diese Entscheidung nicht treffen. Beide Entscheidungen sind scheiße. Und Chloe opfern, machen wir ihr Leben zur Hölle, wird es ihr schlecht gehen. Also ihr wird es schlecht gehen, wenn wir sie retten, ihr wird es schlecht gehen, wenn wir sie opfern. Mir wird es schlecht gehen, wenn wir sie opfern. Also Max wird es schlecht gehen, wenn wir sie opfern. Max wird es schlecht gehen, wenn wir sie retten. Es ist... Ja, mir wird es auch schlecht gehen. In beiden Situationen. Holy shit. Ich weiß es nicht. Ich kann diese Entscheidung nicht. Ich kann das nicht. Was würde Max Clough jetzt tun? Man kann ja auch von Opfern uns selbst. Okay, der Opfern ist verdammt, verdammt selbstsüchtig. Das ist verdammt. Ich weiß es, aber es ist nicht nur selbst, es ist auch für Chloe. Wenn wir es nicht machen, dann. Ich bin kein Mensch, dem man sich moralischen Fragen überlassen sollte. Ich bin nein. Ich bin kein Mensch für sowas. Ich weiß, worauf es hinausläuft, auf welche Entscheidung. Ich habe Angst vor dieser Entscheidung. Ich weiß, wie ich mich entscheiden werde. Weil ich bin nun mal so. Ich bin einfach, es ist einfach. Ich bin unverbesserlich so. Wir opfern so viele Leute, wenn wir. Okay, der wir opfern. Das ist alles für das Leben von Zweien. Aber das ist, wenn wir Chloe opfern und uns dann auch opfern, wenn wir dann landen wir am Ende in dem Keller von dem Perversling. In dieser Zeitlinie. Und nach uns noch viele weitere Schüler, wenn der Lehrer nicht verhaftet wird, wenn der nicht aufgeschmissen wird, wenn das seine Taten da nicht. Deswegen befürchte ich kann Arcadia Bay nicht retten. Das ist einfach. Ich kann den, ist einfach wie es. Wir retten damit auch den Lehrer. Wenn wir Chloe opfern, retten wir den Lehrer.
Psychopathen, der. Das wird mit Max kein Ende haben, wenn Max in der Dunkelkammer getötet wurde. Wird er sich die nächste Schülerin vornehmen. Im nächsten Schuljahr, dann in der nächsten Klasse, wenn die dann wächst, die nächsten Schüler, das wird über Jahrzehnte, Jahrhunderte. Damit bis er ein alter Sack ist, wird er da unentdeckt. Wir haben jetzt die Chance, ihn zu. Cater Bay ist einfach. Es tut mir und es ist bei der Entscheidung, tun mir unheimlich leid. Ich tue mich mit beiden schwer. Ich kann beide nicht treffen. Aber es ist. Je mehr ich darüber nachdenke, desto weniger kann ich Chloe opfern. Desto weniger kann ich da. Ich wünsche ihnen einfach eine gute Zukunft und ich wünsche denen einfach irgendwie, es ist halt einfach, und das ist auch von den Sachen, von den Entscheidungen her, kann die Sachen nicht vergessen mit dem Lehrer, mit den Arcadia Bay ist Sohn, was übrigens noch, es tut mir leid um jeden, aber damit haben wir so unendlich viele Leute auf dem Gewissen, aber. Chloe opfern würde heißen, wir würden den Massenmord von dem Lehrer freie Bahn lassen. Arcadia Bay zu retten würde Arcadia Bay opfern bedeuten. Jetzt nicht durch den Orkan, sondern durch andere Sachen. Arcadia Bay würde dann, wenn Nathan denn noch lebt, der würde natürlich sterben. Wir können, egal was wir machen, wir können Arcadia Bay nicht retten. Wir können auch Chloe nicht retten. Obwohl, Chloe können wir retten. Sie wird ein neues Leben anfangen können. Diese Stadt nicht. Oh, ich habe Angst vor dieser Entscheidung. Ich weiß, es ist falsch. Es ist egal, was du machst. Es ist falsch. Diese Entscheidung. Es gibt keine richtige Antwort hier. Aber gut, wir müssen auch mal. Ich tue es nur äußerst ungern. Aber. Ich kann Chloe nicht opfern. Das kann ich nicht. Max? It's time. Not. Nicht. I'll always be with you. Forever. Vielleicht bin ich ein böser Mensch. Aber ich konnte dem Wahnsinn nicht. Der Lehrer. Das ist es. Wir hätten, wenn wir zurückgereist wären, es hätte kein Ende genommen. Es wäre nicht mit Max geendet. Geschafft. Ich habe es auch geschafft in dem Punkt.
alle tot. Ende. Ich habe geschafft aus dem Text raus, aus der Musik. Das Ende. Angriff Fernschritt Polarweist. Hier haben wir die Credits von Episode 5. Polarweist. Life is Strange. Haben wir das Spiel durchgespielt, wie es ausschaut. 5 Episoden hatte das Spiel. Hier haben wir das Ende der 5. Episode. Ja. Was für ein Spiel. Ja, weiß ich gar nichts dazu zu sagen. Ja. Er hat mich wirklich weggehauen an manchen Stellen. Also, eine Überraschung auf ganzer Linie. Ein wirklich großartiges Projekt. Müssen wir nur noch das Tagebuch lesen, falls wir das noch irgendwie kriegen auf dem alternativen Spielstand. Ich meine, das wurde verbrannt an einer bestimmten Stelle. Ich weiß nicht, ob wir das noch schaffen, das Tagebuch zu lesen. Teilweise habe ich es gelesen. Ein bisschen was habe ich an Material aufgenommen. Wird es noch ein, zwei Parts extra geben, wo ich das Tagebuch lese. Zwei, drei extra Parts kriege ich da noch hin. Irgendwann habe ich es dann aufgehört, da habe ich dann mit der Story weitergespielt und das Tagebuch nicht mehr gelesen. Ich weiß nicht, ob ich das noch schaffe, irgendwie das noch zu lesen. Vielleicht gibt es da noch eine. Ja, leider ist es Autosave, deswegen können wir jetzt nicht zu einer Save-Datei gehen, wo wir es noch nicht haben. Ich schaue mal, vielleicht kriegt man da irgendwo eine Save-Datei her, wo wir das vor der Verbrennung lesen können. Müsste Kapitel 4 sein, also Kapitel 4, wo dann. Bevor wir dem Lehrer auf die Schliche kommen und bevor wir dort in die Kamera reinkamen. Das letzte Kapitel in Kapitel 5, Episode 5. Da gibt es nicht mehr viel Tagebuch. So tragisch wäre es dann nur nicht. Wir haben die Story erlebt.
Mal schauen, was ich daraus kriege jetzt aus dem Tagebuch. Die SMS haben wir alle gelesen, weitestgehend. Wenn ich nicht mal eine verpasst habe, aber ja. Freut euch auf die Vorlesefolgen, die jetzt als nächstes kommen. Ich lese da noch ein bisschen auf das aus dem Tagebuch vor. So grob 60, 65 Seiten. Ja, das ist dann. Das kann noch ein, zwei Parts kriegen wir damit noch voll. Ansonsten sehr schönes Spiel. Kann ich nur weiter empfehlen, kann ich nur sagen. Lohnt sich wirklich, das mal zu spielen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, habe ich. Es ist halt wirklich der Hammer. Langweilig wird's in dem Spiel auf keinen Fall. Definitiv ein sehr großartiges Spiel. Life is Strange, Teil 1. Weiß jetzt nicht, wie viele Teile es davon gibt. Schau gerade bei Grunk im Let's Play den neuesten Teil, True Colors. Mal schauen, vielleicht werde ich dann irgendwann mal eines Tages mal Teil 2 spielen. Des Tages auch mal True Colors. Keine Ahnung. War es Teil 3 oder Teil 4? Ich meine Teil 4, bin mir da aber nicht sicher. Gucken wir mal. Erstmal Life is Strange Teil 1 Let's Play auf 2. LP. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Danke fürs Zuschauen. Da mich nach oben. Und lasst ein Abo da. Glocke aktivieren. Ihr wisst Bescheid. Kommentare schreiben, folgen. All dies. Fürs dabei gewesen sein mit diesem großartigen Projekt, fürs Zuschauen, fürs Mitspielen in gewisser Weise, fürs Mitleiden bis zum Schluss. Ja, Fans, thank you for your amazing support, art gifts. It has been such a great honor to have you traveling in a crazy way with us. Oha! Ich habe mich entschieden, Arcadia Way zu opfern. 48%. Die meisten haben sich am Chloe geopfert. Arcadia Way gerettet. Ja, vielleicht bin ich ein böser Mensch, aber. Nee, das war bei mir. Ich habe das so gesehen, dass dann eine Lehre und so, das den Schrecken an Arcadia Bay ermögliche. Das ist, vielleicht habe ich es auch falsch gesehen. Vielleicht, es kann ja auch sein, dass er halt komplett falsch gesehen habe. Ja, 100% der Freunde haben sich für Chloe's Opfer entschieden. Es ist mir auch nicht leicht gefallen. Doch schwer ist es mir gefallen. Da wird ein Narbe davon getragen. Ich würde jetzt ganz gern mal alles angucken. Darkroom, Chaos Theory, Out of Time,
Chrysalis Polarized. Das Nervengemälde, das haben wir schon gesehen. Die nächste Seite, das ist spannend. Du hast Daniel nicht dein Porträt zeichnen lassen. Okay. Du hast Miss Grants Petition nicht unterschrieben. Du hast Angela nicht geholfen. Okay, die hätten wir helfen können. Das Kate's Tafel nicht sauber gewischt. Oh, shit. Das war der erste Fehler auf dem Weg zu Kate's Tod. Ist deine Pflanze gegossen? Okay, ja. Immerhin ein guter Pflanzenmensch. Anders als im Real Life. Mit einem kleinen Blick zu meiner Pflanztopfpflanze, die da im Hintergrund vertrocknet. Ja, ich müsste mal die Pflanze gießen. Ja. Du hast Dennis Test nicht angefasst. Was für Test? Du hast Victorias Fotos nicht angerührt. Okay, du hast nicht auf ein dreckiges Wohnmobil geschrieben. Da gab es so ganz kleine Sachen, die man auch, wenn man das Spiel genauer angeguckt hätte, entdecken können. Hätte man so auf dem Wohnmobil schreiben, die Bilder anrühren und so weiter. Das haben die meisten auch nicht wie ich herausgefunden, weil sie es nicht gemacht haben, weil sie es nicht gesehen haben. Hast den Vogel sterben lassen. Den Vogel habe ich gar nicht gesehen. Du bist Schneekugel zerbrochen. Nicht zerbrochen haben sie die meisten. Okay. Du hast keine Spur hinterlassen. Hast du im Durchsuchen von David seine Spuren hinterlassen. Okay. Du hast Davids Akten nicht gelesen. Okay. Hätten wir damals schon machen können. Und auf Time, du hast deine Pflanze gegossen. Du hast Löcher nicht geholfen. Ich habe dir nicht geholfen, ich hätte dir helfen können. Das ist ja schrecklich. Du hast den Link zu Kates Video weggewischt. Ja, das war ja auch, den stehen zu lassen. Das wäre ja blöd gewesen. Du warst nicht nett zu Taylor. Okay. Du hast bei uns Einladung angenommen. Du hast eine Nachricht geschrieben. Okay, du hast den Gleis, du hast an den Gleisen rumhantiert. Ja, ein bisschen mit der Trommel, da hätten wir einfach nur eine Trommel rund. Ich habe versucht, dort an der Umschaltedingens, dort habe ich versucht, das umzustellen. Du hast nicht zur Party des Vortex-Clubs eingeladen. Okay, ja, das finde ich jetzt nicht so sehr schade. Du hast zum Waren geholfen. Das ist Mr. Jefferson von David erzählt. Oh ja, es ist da. Dem haben wir auch zu viel verraten. Den haben wir ja auch dann als. Ich hab dir nichts ahnen, blauäugig, wie ich war. Absolut nicht gecheckt. Ich habe den Lehrer mal für gut gehalten, den Mr. Jefferson, der war. Das habe ich gar nicht geahnt, dass der Böse ist. Das ist halt. Ich habe dem auch alles mit Kate anvertraut. Bin ich dann zu ihm gegangen und habe ihm alles erzählt. Das ist halt, was jetzt im Nachhinein betrachtet, ziemlich, ja, nachlässig ist. Lisa ist eingegangen, die Pflanze. Haben wir nicht gegossen. Das waren nicht bei seinem Test geholfen. Was? Wenn ihm helfen können. Das ist so Kleinigkeiten. Stehst nicht auf der Liste des Vortex Club. Okay, 49% stehen auf der Liste. Interessant. Du hast keine Namen von der Gästeliste des Vortex Club gelöscht. Okay. Du hast die Nachricht des Polizisten nicht vom Anrufbeantworter gelöscht. Okay, das hätten wir können. Das Erlöscher nicht. Ich habe Erlöscher vernachlässigt. Die Arme. Ich das gewusst hätte, wie ich dass der helfen hätte können. Dass die Obdachlose nicht gewarnt. Oh ja. Die dich warnen können. Wenn sie gesehen hätte. Du hast in der Vergangenheit kein Foto geschossen. Okay. Du hast kein Zeichen am Kamin hinterlassen. Das ist interessant. Darkroom, du hast den Blau.
Aus dem Blau her sterben lassen, noch ein Fuge auf meinem, in meinem Gewissen. Fugen ist nicht angetastet, du bist auf andere Arten der Witz abgekommen. Kate hat dir nicht geholfen. Ja, Kate war tot, die hätte mir nicht helfen können. Du hast Daniel nicht überzeugt, zur Vortex-Party zu gehen. Du hast keine Nachricht auf Warrens Tafel hinterlassen. Du hast Nathans Pin nicht geknackt. Haben wir es? Ah ja, mit der Puck haben wir das dann geschafft. Du hast Alicia nicht geholfen. Alicia, ich ist es halt verdammt. Verdammt. Paula weiß, David hat einen Namen aus dem Kampf davon getragen. Hätte keinen davon tragen können. Okay, wahrscheinlich hätte man ihn rechtzeitig warnen können. David hat Jefferson nicht getötet. Sehr schön. Du hast den Trucker gerettet. Ihn habe ich noch entdeckt. Den hat er auch laut geschrieben. Du hast Evan nicht gerettet. Ja, den hätten wir wahrscheinlich, hätten wir die Pappe, die geflogen wäre, hätten wir noch abhalten können. Du hast Alicia nicht gerettet. Ach, Alicia. Ach, Scheiße. Ich hing auf dem Hausdach fest, die hätten wir noch runterholen können. 64%. Damit haben wir ja eh alle schon ausgelöscht. Damit wäre es ja, ist ja. Aber geht ja bei eh geopfert. Du hast den Fischer nicht gerettet. Habe ich gar nicht gesehen. Okay, ich habe Joyce nicht geholfen. Den Glauben herzustellen. Du hast Joyce' Meinung zu David nicht verändert. Du hast Frank die Wahrheit über Rachel gesagt. Naja, hier gab es die zwei Optionen. Achso, ich habe Joyce' Meinung nicht verändert. Haben die meisten auch. Die Wahrheit über Rachel gesagt haben die meisten auch. Du hast Ryan geküsst, haben 77%. Du hast Ryan umarmt. Achso, ich bin gehört zu den 5%, die nichts gemacht haben. Du hast Ryan die kalte Schulter gezeigt. Oh, geküsst haben sie das. Ich wollte Chloe und solche am Ende auch entschieden. Ich habe dann Chloe und Max wollte ich shippen. Und hier gibt es nur die eine wichtige Entscheidung. Okay, der bei Opfern. Chloe opfern. Das können wir nicht mehr sehen. Das Alternative ehrlich. Gut, na dann. Danke fürs Zuschauen. Haut rein, habt einen tollen Tag. Bis dann und ciao.